Glückwunsch zum Tor. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht für einen Punkt. Warum hat euch gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen der Zugriff gefehlt? Ja, wir haben keine Zweikämpfe gewonnen. Wir haben die Bälle nicht gut festgemacht vorne. Und Meppen macht das dann gut. Und am Ende kannst du froh sein, dass du überhaupt mit 2-2 in die Halbzeit gehst. In der zweiten Halbzeit lief es dann ein bisschen besser. Ihr habt mit langen Bällen agiert. Trotzdem konntet ihr nicht die ganz große Torgefahr aufs Tor bringen. Was nehmt ihr jetzt aus diesem Spiel raus mit Hinblick auf das nächste Spiel gegen Magdeburg? Ja, wir müssen die Fehler, die wir heute gemacht haben, einfach abstellen. Das dürfen wir nicht machen, vor allem zu Hause nicht. Das begleitet uns schon die ganze Saison. Und wir müssen nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen, wir müssen die Bälle gut festmachen vorne. Ja, und einfach Torschüsse noch erarbeitet. Das haben wir heute fast gar nicht gemacht. Und ja, da müssen wir nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen. Gleiche Frage wie an Manu eben. Gerade in der ersten Halbzeit hat euch so ein bisschen der Zugriff zum Spiel gefehlt. Was ist deine Sicht der Dinge? Woran lag das heute? Ja, ich glaube einfach, dass wir viele Passspielfehler hatten einfach im Spielaufbau, dass wir da natürlich dann in den Konter gelaufen sind. Ja, und das ist natürlich gravierend, wenn du im Übergangsspiel den Ball verlierst, ein bisschen offener stehst. Und die Meppner haben das natürlich dann gut gemacht, haben einen guten Ball tief gespielt, gut in die Schnittstellen gesprintet. Aber ja, das darf uns natürlich nicht passieren, gerade im Spielaufbau diese Fehlpässe und dann auch einfach das Zweikampfverhalten, dass wir dann eigentlich immer einen Schritt zu spät kamen oder die Zweikämpfe nicht richtig angenommen haben. Gerade hier zu Hause müssen wir das einfach konsequenter durchspielen und einfach den klaren Plan verfolgen. Ihr habt personell und auch in der Aufstellung ein bisschen was umgestellt. Ihr habt euch sicherlich auch was dabei gedacht. Lag das auch daran, dass Bernd Nerik dann so früh ausgefallen ist, dass ihr das nicht umsetzen konntet, oder warum konntet ihr eure Pläne nicht umsetzen? Ich glaube, in erster Linie das System, das ist immer, sag ich mal, gut auf den Gegner angepasst. Oder das Trainerteam überlegt sich natürlich auch was dabei. Deswegen an dem System liegt es auf jeden Fall nicht. Es ist immer, egal welches System du spielst, kommt darauf an, wie du das Spielsystem halt einfach auslebst. Ne? Wie du da in die Zweikämpfe gehst, wie du einfach aggressiv presst und so weiter. Also das System meiner Meinung nach einfach egal. Es kommt einfach auf uns Spieler an, wie wir das mit Leben füllen. Andererseits natürlich, klar, Bernd Nerik ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Ich glaube auch, dass er kein normaler Drittligaspieler ist, das weiß jeder. Aber natürlich ist der Ausfall für uns als Team brutal bitter, für ihn persönlich natürlich auch einfach bitter. Aber das ist natürlich keine Ausrede, dass wir das Spiel hier verloren haben. Mund abwischen, wieder aufstehen. Wie geht ihr jetzt in die Trainingswoche vor dem letzten Spiel in diesem Jahr? Ich denke mal, erstmal jetzt die nächsten ein, zwei Tage müssen wir sehr selbstkritisch gleich mal das Spiel aufarbeiten. Wir wissen alle, dass es kein gutes Spiel war. Da müssen wir in Ruhe und offen drüber reden, was wir besser machen müssen. Und dann geht es nochmal 6 Tage voll aufs Magdeburg-Spiel voran. Da bereiten wir uns bestmöglich vor und da wollen wir den Heimsieg holen. Alles klar. Dann viel Erfolg dabei. Danke.